Hallo und herzlich willkommen zur Hörspielsammlung, dem Blog für Hörspiele und Hörbücher. Ich bin die H und heute wird es untot bei mir. Und zwar mit der ersten Folge der The Walking Dead Hörspielreihe. Worum es geht, Sprecherliste und ein paar weitere Informationen findet ihr wie immer unter diesem Post. Los geht es. Vorab. Die Hörspielreihe basiert, genauso wie die Fernsehserie, auf einem Comic von Robert Kirkman. Da ich nur die Fernsehserie kenne, kann ich nicht beurteilen, inwieweit die Adaptionen sich vom Original unterscheiden. Aber es gibt einige Unterschiede und ich habe dazu einen netten Link gefunden, den ich euch unter diesen Beitrag poste. Die Geschichte. Ich werde jetzt ein wenig spoilern. Also wer das jetzt nicht hören möchte, was in der ersten Folge passiert, muss jetzt sich kurz die Finger in die Ohren stecken. Für ein paar Sekündchen länger ist es gar nicht. Also, die Geschichte. Rick wacht im Krankenhaus auf, wird von Dwayne niedergeschlagen, erfährt von Morgan, was passiert ist, dann macht er sich auf die Suche nach seiner Familie, also Rick macht sich auf die Suche, er gerät in Zombie-Bedrängnis, Glenn rettet ihn und führt ihn in das Lager, wo Rick seine Frau und seinen Sohn findet. Wer die Fernsehserie gesehen hat, wird sich denken, oh, die Story kenne ich. So, fertig gespoilert. Also, im Hörspiel wird das wiedergegeben, was man schon auf der Mattscheibe hat sehen können und wahrscheinlich auch in den Comics hat lesen können. Eigentlich ist es ja auch logisch, immerhin handelt es sich um eine Hörspieladaption des Comics, aber genauso zügig, wie ich gerade den Inhalt der ersten Folge erzählt habe, kam ja auch der Verlauf des Hörspiels vor. Innerhalb von, ich glaube, es sind etwas mehr als 40 Minuten, wird das alles runtergespult und für mich kam bei dem Tempo keine Spannung auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja kein Wunder, du hast die Geschichte ja gekannt. Falsch. Auch wenn eine Story bekannt ist, kann sie gruselig und fesselnd inszeniert werden. Die besten Beispiele findet man in der Gruselkabinett-Reihe. Auch wenn das vielleicht jetzt seltsam und unpassend klingt, gerade in Verbindung mit Zombies, aber ich hätte mir bei dem Hörspiel etwas mehr Tiefgang gewünscht. Etwas mehr Zeit, mehr Ausatmen. Es wirkte einfach viel zu gehetzt. Die Sprecher. Viktor Neumann als Rick, Tobias Kluckert als Shane und Antje von der Aa als Laurie. Sie sprechen die Rollen in der Fernsehserie als auch in der Hörspielserie. Witzigerweise kamen mir alle drei Stimmen teils fremd vor und ich konnte nur bedingt eine Verbindung zwischen den Synchron- und Hörspielrollen aufbauen. Die anderen Sprecher sind, mea culpa, falls ich mich irre, fremdbesetzt worden. Also die Stimmen findet man in der Fernsehserie nicht wieder. Wie auch immer, ich finde, die Sprecherinnen und Sprecher liefern eine im Großen und Ganzen gute Leistung ab. Allerdings in Anbetracht dessen, dass ich durch die Fernsehserie eine visuelle Vorstellung von den Charakteren habe, finde ich einige Rollen unglücklich besetzt. Zum Beispiel die von Morgan oder die von Glenn. Es wäre vielleicht anders, wenn ich die Fernsehserie nicht kennen würde. Aber die Macher der Hörspielreihe müssen ja davon ausgehen, dass auch Seriengucker gerne mal ein Hörspiel hören. Wie auch immer. Die ersten 10 Minuten hatte das Hörspiel einen doch recht starken Hörbuchcharakter. Der Erzähler dominierte. Hier und da wurden ein paar Geräusche eingespielt, beziehungsweise war Rick zu hören. Oder Zombies. Mich hat das nicht gestört, aber es ist trotzdem schön, dass sich dieser Zustand dann doch noch geändert hat. Wobei ich mich trotzdem schwer tue, irgendwie von den Emotionen her The Walking Dead von Lübbe Audio als 100%iges Hörspiel anzusehen. Ist es ganz schwer zu erklären, aber weiß nicht. Vielleicht, weil bei einem gut inszenierten Hörspiel kommen bei mir Gefühle auf. Und das war da irgendwie nicht. Soundeffekte und Musik. Die teils Gitarren, ja, Mundharmonika und oder Schlagzeugmusik vermittelte mir stellenweise ja so ein
Lonely Cowboy Feeling. Da musste ich schmunzeln. Die Musik ist schon cool, aber für meinen Geschmack passt sie nur bedingt zu blutrünstigen Zombie-Abmetzel-Gedärmespritz-Geschichten. Die Soundeffekte sind passend gewählt und großzügig eingesetzt. Ich hatte den Eindruck, dass immer irgendwas im Hintergrund zu hören war, sei Soundeffekte oder eben die Musik. Trotzdem, oder gerade deswegen, keine Ahnung, kam für mich keine Atmosphäre auf. Fazit: The Walking Dead, Teil 1, Hörspiel, hat mich unterhalten. Ich bereue nicht, die paar Minuten mit dem Hörspiel verbracht zu haben, aber das war es leider auch schon. Die Story ist dermaßen komprimiert erzählt worden, dass für mich keine Spannung aufkam. Auch die passenden, aber eventuell zu großzügig eingesetzten Soundeffekte konnten nicht dabei helfen, dass für mich eine beängstigende Atmosphäre entstand, wie es bei Zombies schon vorkommen könnte. Die Musik erinnert mich eher an Cowboys und Indianer, Prärie, Steppe, irgendwie sowas, was ich witzig fand, aber einfach unpassend für Zombie-Geschichten. Drei der Sprecher kennt man aus der gleichnamigen Fernsehserie, was mir an einigen Stellen klanglich gar nicht aufgefallen ist. Allesamt liefern sie einen recht guten Job ab, wobei einige Stimmen im Vergleich zur Fernsehserie für mich unpassend besetzt worden sind. Ich behaupte jetzt mal, dass jemand, der die Fernsehserien nicht kennt und daher keine Vorstellung von den Charakteren hat, eventuell mehr gepackt und gefesselt wäre von den Hörspielen als ein The Walking Dead Serienfan. Auch wenn mich diese Folge nicht richtig überzeugen konnte, bin ich auf die nächsten bereits veröffentlichten drei Stück gespannt. Vielleicht wird's ja besser. Das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wer möchte, kann mir gerne unter den Beitrag einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Eure A.